Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail von einem Zuschauer erhalten, der schrieb: Wann wirft die ARD endlich den Eindringling-Gastarbeiter Zamperoni raus? Er sollte dorthin gehen, wo er herkommt, nach Sizilien. Jetzt mal abgesehen davon, dass der italienische Teil meiner Familie aus dem norditalienischen Veneto kommt, ich in Wiesbaden geboren und aufgewachsen bin und ich Mails wie diese auch nur sehr selten bekomme, so stellt sie doch einen bezeichnenden Beitrag in der Debatte dar, die jetzt auch im Fall des Fußballers Mesut Özil mitschwingt. Wie steht es um Integration hierzulande? Und wann ist man eigentlich Deutscher? Bei Özil geht es längst nicht mehr nur um Fußball, eine verkorkste WM oder ein kontroverses Foto. Ein deutscher Nationalspieler tritt zurück, weil er sich rassistisch beleidigt fühlt. Oliver Kör mit Stimmen zum Spiel, vor allem aus der Politik. Anpfiff für das Nachspiel um die Deutungshoheit. Die Mittellinie verläuft da nicht ganz gerade, aber grob lassen sich zwei gegnerische Mannschaften erkennen. Die einen sind irgendwie auf Özils Seite, die anderen kritisieren Özil vor allem für eines. Wer sich mit Politikern ablichten lässt, die die Meinungs- und Pressefreiheit in Frage stellen, der muss sich auch Kritik gefallen lassen. Das Foto war falsch. Es geht also nicht darum, was Herr Özil auf dem Fußballplatz macht, sondern um die Momente, wenn es politisch wird. Im Frühjahr in London. Özil begrüßt den türkischen Präsidenten Erdogan und posiert mit ihm für Fotos. Das finden auch die Gegner auf dem Platz nicht richtig, aber... Das alles ausschließlich bei Özil abzuladen, das ist schon wirklich niederträchtig. Das gehört sich einfach nicht. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die sowieso meinen, dass eine Nationalmannschaft eine sein sollte, in der nur Menschen mitspielen, deren Vorfahrt an der Schlacht am Teutoburger Wald gegen die Römer mitgekämpft haben. Und da ist sie wieder, die Rassismusdebatte, von Özil selbst ins Spiel gebracht. Er sei ein Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Immigrant, wenn wir verlieren. Ist er jetzt ein Opfer von Rassismus oder nicht? Ich glaube, dass viele Menschen, die ausländische Wurzeln haben oder eine andere Hautfarbe haben, diese Erfahrung machen. Dass sie immer wieder diese Erlebnisse haben, dass sie dann doch nicht so ganz dazugehören, selbst wenn sie hier geboren sind. Im konkreten Fall kann man offenbar auch anderer Meinung sein, selbst wenn man eigentlich in derselben Mannschaft spielt, also in diesem Fall in derselben Partei ist. Ich glaube auch nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland. Für die Nicht-Fußballer Özil spielt in England, hat aber mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel gewonnen und auch früher schon mit dem deutschen Präsidenten für Fotos posiert, die deutsche Kanzlerin in der Kabine begrüßt und nach dem Erdogan-Foto schnell auch noch den aktuellen deutschen Präsidenten getroffen. Hilft aber alles nichts. Was wir politisch kritisieren, ist, dass man ein Foto mit einem Despoten wie Erdogan macht. Die Kanzlerin lässt ausrichten, dass sie sich lieber an die guten Zeiten mit Özil erinnert. Die Bundeskanzlerin schätzt Mesut Özil sehr. Mesut Özil ist ein toller Fußballspieler. Jetzt steht es irgendwie unentschieden, zumindest hat keiner gewonnen. Aber wenn es eine Frage gibt, auf die sich alle einigen können, dann ist es die hier. Was hat eigentlich Herr Grindel getan? Herr Grindel ist DFB-Chef und war vorher für die CDU im Bundestag. Im Moment macht er wohl Urlaub und schweigt. Seine Pressestelle weist am Nachmittag alle Rassismusvorwürfe zurück. Unwahrscheinlich, dass die Diskussion für den DFB und Grindel damit zu Ende ist. Das Wort Abpfiff macht schon die Runde. Seinen Abgang hat Mesut Özil in Englisch verfasst, so wie er sich auf Twitter immer an seine mehr als 23 Millionen Follower und internationalen Fans richtet. Aber darin hat er nochmal darauf hingewiesen, wo er herkommt. Aus Deutschland, aus Gelsenkirchen. Und wie wird die ganze Diskussion, wie wird dieser Abgang dort, rund um die Bolzplätze, in denen Özil das Kicken lernte, aufgenommen? Aus Gelsenkirchen, Goline Atay. Hier hatte Mesut Özil, der Junge aus dem Westen, auch einmal gekickt. Auf dem Sportplatz Trienenkamp in Gelsenkirchen. Heute spielen hier die Amateure von Etus Bismarck 1931. Mit einer Mischung aus Trauer, Unverständnis und Wut über eine Eskalation reagieren sie auf Özils Entschluss. Ist ein mutiger Zug von ihm. Aber so wie ich das bis dato mitbekommen habe, schimpft er jetzt immer nur auf andere. Betrachtet sich nicht selber, dass er auch einen Fehler gemacht hat. Hat in meinen Augen den Fehler gemacht, nicht früh genug mal Stellung dazu zu nehmen. Es ist dumm gelaufen, beidseitig. Und dass er jetzt zurücktritt, das ist für die Integration jetzt deutlich schlechter.
weil an sich habe ich eigentlich das Gefühl, dass wir ganz gut zusammen können. Deutsche, Türken, Spanier, Italiener. Hier fing alles an, bei Westfalia 04. Özils Großeltern, Zechenarbeiter, von der Schwarzmeerküste nach Gelsenkirchen gezogen. Özil ist der erste Türkeistämmige, der für die deutsche Mannschaft bei einer WM spielt. Mirko Lange kickte als Kind mit ihm hier in Gelsenkirchen. Sehr, sehr introvertiert, so wie wir ihn kennengelernt haben hier die zwei Jahre, war er halt ein sehr ruhiger Junge. Immer mit dem Ball unterwegs, unterm Arm, immer mit seinem Papa hier am Spielfeld. Ein Vorbild. Durch Integration entsteht etwas Neues, hatte Özil vor 7 Jahren stolz gesagt. Heute verstehen viele Türken nicht, warum ein Foto mit Erdogan alles ändern soll. Er wurde von den eigenen Fans ausgepfiffen. Und nur wegen einem Foto. Also er macht ja auch mit Merkel ein Foto. Und das ist auch seine Sache, wenn er mit Erdogan ein Foto macht. Das ist Katastrophe. Also für mich schon, dass er weggegangen ist. Und wegen einem Foto, das ist für mich traurig. Türkisch oder Deutsch oder beides? Die Integrationsforscher vom Essener Zentrum für Türkeistudien stellen fest, die jüngere Generation der Türkischstämmigen fühle sich einerseits Deutschland nah, aber auch anders. Doch die Deutschen und die deutsche Politik täten sich schwer mit Menschen, die sich nicht auf eine Kultur festlegen wollen. Religionspädagogin Lamia Kador fordert eine vernünftige Identitätsdebatte. Die Integrationspolitik des DFB sei gescheitert, meint sie. Wir haben ein echtes Rassismusproblem in diesem Land. Und das ist nichts oder nicht ein Problem, von dem wir sagen können, das gehört halt nach rechts. Das sind halt nur die Rechten, die Rassisten sind. Dieser Rassismus ist inzwischen schon längst in der Mitte dieser Gesellschaft angekommen. All jene, die beide Seiten voranbringen wollten, hätten verloren, beobachtet Kador. Die Gewinner der Debatte, nationalistische Deutsch-Türken und das rechte Lager. Und in Köln begrüße ich den Kabarettisten und Autor Serdar Somuncu. Guten Abend, Herr Somuncu. Guten Abend, Herr Zamperoni. Wie schätzen Sie das ein? Können Sie Mesut Özil und seine Abrechnung verstehen? Bedingt. Ich finde, da werden einige Aspekte vermischt. Es geht um Sportliches, es geht um Politisches und es geht um Persönliches. Ich hätte es ein bisschen getrennt und wäre ein bisschen differenzierter gewesen. So ist es sehr emotional und trägt eher dazu bei, dass die Gemüter weiter erregt bleiben. Und was viele Kritiker Özils da auch auf die Palme bringt, ist ja, dass er in seinem gestrigen Statement auch keinen Fehler groß eingestanden hat mit dem Erdogan-Foto. Da ist keine Selbstkritik irgendwie rauszuhören, oder? Finde ich auch, und ich finde auch, dass Selbstkritik nötig gewesen wäre, denn Erdogan ist nicht einfach nur ein Repräsentant eines Staates, sondern er ist auch Parteipolitiker und er ist ein sehr streitbarer Parteipolitiker, der Deutschland in der Vergangenheit massiv angegriffen hat. Und dann als jemand, der für die deutsche Nationalmannschaft spielt, sich mit Erdogan auf einem Bild zu präsentieren und zu sagen, das war rein privat und unter guten Freunden, ist natürlich fragwürdig und da muss man ein bisschen selbstkritischer sein. Gleichzeitig aber ist die Kritik auch gegenüber dem DFB sehr berechtigt. Ich finde, dass der DFB und auch Herr Grindel sich da sehr illoyal verhalten haben, indem sie nachgekartet haben und unter guten Partnern, die auch jahrelang sehr fair miteinander gearbeitet haben und erfolgreich, wäre es aus meiner Sicht besser gewesen, man hätte das ein bisschen umgänglicher gemacht. Jetzt schwingt ja bei den vielen ganzen Ebenen, die dabei sind, auch eben diese Integrationsdebatte mit. Sie sind selbst in Istanbul geboren, dann aber in Deutschland aufgewachsen, im Rheinland. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht mit Ausgrenzung und Rassismus? Ich habe diese Erfahrungen, die jetzt geschildert werden, lange Jahre nicht gemacht und mache sie in den letzten Jahren häufiger. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass Meinungsvielfalt auch durch das Internet gefördert wird. Das ist zum einen gut, aber es wird zum anderen auch immer extremer und unmittelbarer. Man kann das sehr ernst nehmen und sagen, das ist Rassismus, das muss in seinen Ursprüngen verhindert werden. Man kann aber auch vorsichtig sein mit solchen Aussagen, weil man damit oft auch den Ball den falschen Leuten zuspielt. Ich glaube, viele werden sich freuen, gerade bei der AfD, aber auch bei der AKP, dass diese Debatte jetzt wieder auf diesem oberflächlichen Niveau geführt wird. Uns würde es in Deutschland 50 Jahre, nachdem die Gastarbeiter hier hingekommen sind, glaube ich, besser stehen, eine aufgeschlossene Debatte darüber zu führen, was Integration bedeutet und das jetzt nicht an der Wut über den Misserfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft festzumachen. Was müsste denn dann passieren? Und macht es dabei auch einen Unterschied, ob man, wie Özil andeutet, türkische Wurzeln und muslimischen Glaubens ist?
Ja, ich glaube, das macht schon einen Unterschied, weil es natürlich auch ein Bekenntnis ist, das erwartet wird von jemandem, der für die deutsche Nationalmannschaft spielt, dass er sich entscheidet und dass er nicht aus Pragmatismus heraus sagt, dort, wo ich den größten Erfolg habe, fühle ich mich auch zu Hause. Ich kann es andererseits aber auch natürlich nachvollziehen, dass jemand, der mit dieser binationalen Existenz umgehen muss, Entscheidungsschwierigkeiten hat und sich mal hierhin, mal dorthin hingezogen fühlt. Nun ist Mesut Özil aber kein Einzeltäter. Er hat diese Bekenntnisse ja schon häufiger auch deutlich zur Schau getragen, zum Beispiel auch während der Weltmeisterschaft in Brasilien, wo er vor der Kaaba in Mekka posiert hat. Auch da, meine ich, muss man ein bisschen mehr Feingefühl erwarten dürfen und vor allen Dingen eben auch nicht den falschen Leuten den Ball zu spielen. Andererseits muss ich die Kritik am DFB wiederholen. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Während zum Beispiel Mercedes in den Abgasskandal verwickelt ist und niemand beim DFB sagt, wir distanzieren uns von denen, wird hier bei Mesut Özil jemand zur Symbolfigur einer Frage gemacht, die ich finde, so nicht diskutiert werden kann. Kommen wir nochmal zur Integration. Sie haben es eben angedeutet, dass Sie das früher nicht so erlebt haben. Täuscht da der Eindruck, dass wir bei dem Thema Integration, aber auch Vielfalt in der Gesellschaft irgendwie nicht schon mal weiter waren? Wir waren auf jeden Fall weiter. Die Debatten, die jetzt geführt werden, sind hochgradig anachronistisch. Die Frage danach, ob jemand sich als Deutscher fühlt oder nicht, die ist obsolet. Jeder, der in Deutschland lebt, der sich zum Grundgesetz bekennt, der sich zu den Werten dieses Landes bekennt, hat das Recht und die Möglichkeit, Teil dieser deutschen Gesellschaft zu sein. Und wer das nicht will, der hat die Möglichkeit, Teil einer anderen Gesellschaft zu sein. Deswegen, man muss sich tatsächlich manchmal auch entscheiden. Zumindest dann, wenn man Repräsentant dieser Nation ist, wenn man in einer Nationalmannschaft Fußball spielt, dann sollte man sich dessen bewusst sein, dass es auch zu Missverständnissen führen kann, wenn man sich nicht entscheidet. Wenn man das selber so sieht, aber das Problem ist ja, dass die anderen es eben nicht so sehen. Wer sind denn die anderen? Naja, Deutsche, die eben vielleicht eben nicht sagen, dass jemand wie Mesut Özil dazugehört. Herr Zamperoni, Sie sind doch Italiener, oder? Ja, deswegen. Wie ist das bei Ihnen? Ja, ich glaube, die Frage ist, ob da nicht nochmal ein Unterschied ist zwischen italienischer Herkunft oder europäischer Herkunft in dem Sinne und dann eben, ich glaube, der Islam ist da auch ein entscheidender Faktor bei der ganzen Debatte. Gut, aber die Türkei ist ja ein laizistischer Staat und kein islamischer Staat. Die AKP ist zwar eine Partei, die sich auf den Islam manchmal beruft, aber da wird auch in Deutschland sehr vieles sehr oberflächlich besprochen. Nochmal, es geht hier nicht um Kränkungen. Es geht darum, dass man vernünftig miteinander umgeht. Im letzten Jahr ist sehr viel gesagt worden, auch von den Türken über Deutsche, auch von den Deutschen über Türken. Für mich ist es besser, versöhnlich miteinander umzugehen und trotzdem klare Positionen zu behalten. Serdar Somuncu, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ein Gespräch, das wir am Abend geführt haben. Özil zurückgetreten, der DFB unter Druck und die Integrationsdebatte wieder entflammt. Dazu ein Kommentar von Reinhard Becker vom Südwestrundfunk. Die Diskussion um den Fußballer Özil und den DFB ist in Teilen wohlfeil. Klar ist, als Vorbild hat Özil ausgedient. Das Integrationsmaskottchen des DFB hat sich ins Abseits geschossen. Außenminister Heiko Maas hat zu Recht Zweifel, ob der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft geben kann über die Integrationsfähigkeit Deutschlands. Es bleibt dabei, das Foto von Özil mit Staatspräsident Erdogan war falsch, wird immer falsch sein und zeugt so dauerhaft von erschreckender Naivität. Man lässt sich nicht mit solchen Autokraten ablichten, schon gar nicht, wenn man, wie Özil immer behauptet, nur als Fußballer gemessen werden will. Gott sei Dank gibt es viele Deutsch-Türken, denen es mühelos gelingt, ihre Herkunft zu leben, sie nicht zu leugnen und trotzdem loyal zu Deutschland und seinen Werten zu sein. Das macht Mut und lässt hoffen. Özil hingegen hat der Integration mit seinem Verhalten und seinem langen Schweigen einen Bärendienst erwiesen. Eigentlich sollte er den 2010 erhaltenen Integrationsbambi zurückgeben. Seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft braucht man nicht zu bedauern. Es gibt genügend talentierten Nachwuchs. Diese jungen Spieler gilt es jetzt zu fördern und zu integrieren. Dabei muss der DFB eine wichtige Rolle spielen, aber bitte ohne diesen Präsidenten. Reinhard Grindel hat schon vor Jahren Multikulti als Kuddelmuddel bezeichnet. Und folgerichtig jetzt in der Causa Özil jedes Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Wer in und für Deutschland spielt, mit oder ohne Migrationshintergrund, soll das gerne tun, soll sich wohlfühlen, auch wenn er oder sie mal keine Tore schießt. Das wäre dann eine wichtige Aufgabe für eine neue DFB-Spitze.
Reinhard Becker kommentierte. Die EU-Marinemission Sophia vor der libyschen Küste wird vorerst fortgesetzt. Mehr dazu mit Judith Rackers. Auch ein deutsches Versorgungsschiff lief wieder aus. Es lag in einem griechischen Hafen fest, weil Italien gedroht hatte, seine Häfen für Schiffe der Sophia-Mission zu sperren. Der italienische Außenminister Milanesi erklärte sich bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Maas in Berlin bereit, für eine Übergangszeit Flüchtlinge aufzunehmen. Innerhalb von 5 Wochen müsse aber ihre Verteilung innerhalb der EU geregelt werden. US-Präsident Trump verschärft den Ton gegenüber dem Iran. Er schrieb auf Twitter, Teheran dürfe niemals wieder den USA drohen. Ansonsten werde das Land die Konsequenzen dafür zu spüren bekommen. Er reagierte damit auf Äußerungen des iranischen Präsidenten Rouhani, der die USA vor einem Krieg mit dem Iran gewarnt hatte. Die Bundesregierung forderte alle Seiten auf, rhetorisch abzurüsten. Die Angst vor einem Handelsstreit belastet weiter die Börsen. Der Dow Jones Index gab etwas nach auf 25.045 Punkte, der DAX auf 12.549. Der Internationale Währungsfonds warnte, der Konflikt könne das Wirtschaftswachstum um 0,5% drücken. Dazu Anja Kohl aus Frankfurt. 0,5% weniger weltweites Wachstum. Das wäre keine Katastrophe, aber doch spürbar. Zum einen belasten die höheren Importpreise, zum anderen könnten die Beteiligten eines eskalierenden Handelskrieges zusätzliche sogenannte zollfremde Gegenmaßnahmen erwägen. Einfuhrbegrenzungen oder bürokratische Hürden, die das Wachstum noch viel stärker belasten würden. Was die Preise angeht, reagieren sie schon jetzt auf die Zölle. So ist die Nachfrage nach Agrarrohstoffen aus den USA deutlich zurückgegangen, einfach weil die Zölle sie sehr verteuern. Die geringere Nachfrage hat die Preise für Sojabohnen, Mais und Schweinefleisch seit der Erhebung der Zölle im Mai prozentual zweistellig einknicken lassen. In US-Kühlhallen stapeln sich die Schweinehälften, weil sie keine Abnehmer mehr finden. Auch US-Landwirte, die Sojabohnen oder Mais anbauen, leiden. Ihnen setzen fallende Preise seit Jahren zu. Doch mit den neuen Zöllen und Einnahmeausfällen können sie ihre Kredite für Landmaschinen und Ähnliches nicht mehr abbezahlen. Wenn am Mittwoch in Pakistan ein neues Parlament gewählt wird, dann haben die Menschen Wochen voller Gewalt hinter sich. Zuletzt wurden bei Wahlkampfveranstaltungen 175 Menschen von radikalen Islamisten getötet. Es sind vor allem zwei Politiker, die um den Wahlsieg kämpfen, ein ehemaliger Cricketstar und ein früherer Regierungschef, der im Gefängnis sitzt. Und über allem steht in der Atommacht Pakistan das übermächtige Militär. 1956 rief sich das Land zur ersten islamischen Republik der Welt aus. 95% der 200 Millionen Einwohner sind muslimischen Glaubens. Und obwohl es zuletzt wirtschaftlich bergauf ging, lebt immer noch jeder Dritte unter der Armutsgrenze. Peter Gerhardt über Wahlen in einer fragilen Demokratie. Gibran Nasir macht Straßenwahlkampf in den Slums von Karachi als unabhängiger Kandidat. Der 31-jährige Anwalt ist ein bekannter Menschenrechtler. Hier im Slum hat er viele Anhänger. Er verspricht, die allgegenwärtige Korruption im Land zu bekämpfen. Das gefällt den Armen, denen es wirtschaftlich in den letzten Jahren immer schlechter ging. Ich werde mich für euch einsetzen, verspricht Nasir diesem Mann. Und euch nicht im Stich lassen, so wie die herrschende Klasse. Ich mache keinen Unterschied zwischen den Menschen. Auf dem Rückweg kommen Gibran Nasir und seine Anhänger an einer Kundgebung von Islamisten vorbei. Auch sie kämpfen um die Stimmen der Armen. Sie rufen, Nasir sei ein Ungläubiger. Im streng muslimischen Pakistan ein lebensgefährlicher Vorwurf. Einige säkulare Politiker wurden bereits ermordet. Die Polizei greift nicht ein. Nasir muss flüchten. Am nächsten Tag macht er weiter Wahlkampf. Dass er überhaupt kandidieren darf, verdankt er seiner Bekanntheit. Die meisten kritischen Kandidaten wurden von der Wahl ausgeschlossen. Mein Glaube wird in Frage gestellt, meine Finanzen wurden untersucht, sogar meine Herkunft wurde durchleuchtet. Aber wenn Sie die Hitze nicht aushalten, dürfen Sie nicht in die Küche gehen. Ich war darauf vorbereitet. Diese Probleme hat er nicht. Imran Khan, ein schwerreicher Ex-Cricket-Spieler, bislang Oppositionsführer. Doch viele Experten vermuten, er habe sich mit dem Militär arrangiert, das in Pakistan als allmächtig gilt. Khan, früher eher ein Lebemann, verspricht auf einmal einen islamischen Wohlfahrtsstaat.
Viele kleine Parteien wollen nun mit ihm koalieren. Und auch er könnte wieder mitmischen. Ex-Premierminister Nawaz Sharif wurde wegen dubioser Finanzdeals aus dem Amt entfernt. Vergangene Woche flog er aus dem Exil zurück, um eine Haftstrafe anzutreten. Das brachte ihm Sympathien ein. Bei der Wahl tritt ein Bruder für Sharifs Partei an. Alles bleibt in der Familie, so auch in Nasirs Nachbarwahlkreis. Dort tritt der Sohn der ermordeten Ex-Premierministerin Benazir Bhutto an. Nasir hat diese Mauscheleien satt. Werden Zeitungen zensiert? Ja, sicher. Wurden TV-Sender abgeschaltet? Auch ja. Es gibt keine freie Meinungsäußerung. Nur eines ist klar. Dies ist alles andere als eine freie und faire Wahl. Aber immerhin, sie findet überhaupt statt, sagt er im Weggehen. Und deshalb werde er weiterkämpfen, allen Schwierigkeiten zum Trotz. Die Rebe ist ein Sonnenkind, sie liebt den Berg und hasst den Wind. Und da hier im Rheingau öfters die Sonne scheint und diese Landschaft längs des Rheins von Hügeln durchzogen ist, macht man schon zu Zeiten Karls des Großen hier eine formidable Weingegend aus. Doch was, wenn das Klima sich ändert und damit auch die Bedingungen für den Weinbau hierzulande? Winzer fragen sich nicht nur im Rheingau, wird man meinen edlen Tropfen auch in 30 Jahren noch so herstellen und genießen können wie heute? Alex Jakubowski. Der Wein, der hier wächst, ist Wein aus der Zukunft. Die Hochschule Geisenheim simuliert in diesem Versuchsfeld Bedingungen, die für das Jahr 2050 vorhergesagt werden. Mit einer speziell konstruierten Versuchsanlage bedampfen sie die Pflanzen. So wird der CO2-Gehalt um 20% erhöht. Ein 2014 gestartetes Langzeitprojekt, das bereits Überraschungen liefert. Eine der Hypothesen, die wir aufgestellt hatten, ist zum Beispiel, dass die Reben weniger Wasser verbrauchen. Es sieht aber in der Tendenz aus, als würden sie mehr Wasser verbrauchen. Proben aus den hochschuleigenen Lagen. Der Wein ist seinerzeit um 2 bis 3 Wochen voraus. Die Trauben verfärben sich früher als sonst wegen der hohen Temperaturen. Nicht nur in diesem Jahr, denn die Forscher wissen, das Klima hat sich in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt verändert. Sogar die Anbauzonen haben sich verschoben. Wir sehen hier in Geisenheim direkt am 50. Breitengrad. Das galt früher als die nördliche Grenze des Weinbaus. Und wir sind heute in Schweden angelangt, beim 57. Breitengrad. Das ist heute die nördlichste Grenze des Weinbaus. Dass sich das Klima verändert, stellt Winzer Frank Schönleber natürlich auch in seinem Weinberg fest. Die Weinlese beginnt um Wochen früher. Wegen der Mittagshitze müssen seine Mitarbeiter schon morgens um 6 Uhr in den Hang, statt wie früher um 8. Damit kann der Winzer umgehen. Problematisch aber sind die veränderten Wetterereignisse. Die Regen werden immer stärker. Also man hat also eine Nacht mit 60, 80 Liter anstatt 3x 20 Liter, so wie wir es eigentlich bräuchten. Und das ist doch für uns ein schwerer Einschnitt. Trockener Boden, heiße Sonnenstrahlen. Je mehr sich das Klima verändert, desto mehr verändern sich auch die Rahmenbedingungen, vermehren sich Schädlinge oder auch Pilze. Gift für den Wein. Um sich anzupassen, könnten neue Sorten gepflanzt werden. Das ist aber ein Prozess, der Zeit bräuchte, denn die Weinstöcke stehen 25 Jahre oder länger. Ich bin dann doch eher jemand, der im Hier und Jetzt lebt. Ja, wir versuchen, die Probleme, die Natur uns stellt, auch zu lösen. Der Winzer geht pragmatisch vor. Ihm macht kurzfristig das Wetter zu schaffen. Langfristig hofft er auf Empfehlungen der Forscher aus Geisenheim. In Amsterdam hat am Abend die Welt-AIDS-Konferenz begonnen. Dazu noch einmal Judith Rakers. 15.000 Teilnehmer diskutieren bis Freitag über neue Wege im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit, etwa über neue Behandlungsmethoden oder verbesserte Tests. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen insgesamt zurückgeht, sehen Experten die Langzeitziele der Vereinten Nationen in Gefahr. In Deutschland sind nach einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts 88.400 Menschen mit HIV infiziert. 12.700 davon, also ein Siebentel, ohne es zu wissen. In Berlin sind 2 Obdachlose bei einem Brandanschlag lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden Männer wurden in der vergangenen Nacht am S-Bahnhof Schöneweide mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Nach Angaben einer Hilfsorganisation für Wohnungslose war es in diesem Jahr bereits die 10. registrierte Gewalttat gegen Obdachlose in Berlin. Im kanadischen Toronto hat ein Mann offenbar wahllos um sich geschossen und 2 Menschen getötet.
Er hatte in einem belebten Viertel der Stadt das Feuer eröffnet. 13 Menschen wurden verletzt. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei wurde der Täter tot aufgefunden. Die Hintergründe sind noch unklar. Der Bürgermeister von Toronto sprach von einem Waffenproblem in der Stadt. Zu viele Menschen kämen zu leicht an Schusswaffen heran. Im Kampf gegen die Waldbrände hat die schwedische Feuerwehr weitere Hilfe erhalten. Aus Frankreich, Polen und Niedersachsen trafen zusätzliche Brandbekämpfer und Ausrüstung ein. Die Zahl der Feuer konnte zwar weiter reduziert werden, auf inzwischen knapp 30, doch die größten sind immer noch außer Kontrolle. Wer wissen möchte, welche Unterschiede es beim Thema Datenschutz zwischen Deutschen und Amerikanern gibt, dem kann ich die Website Google Street View empfehlen. Das Landkartenprojekt, in dem Straßen, Gebäude und Wohnhäuser in Echtbild dargestellt werden, aufgenommen mit solchen Kameraautos, ist praktisch, um sich online einen Eindruck von örtlichen Begebenheiten zu verschaffen. Doch in Deutschland musste Google sehr viel mehr Häuser und Privatgrundstücke verpixeln, weil die Anwohner das nicht wollten. Im Juli 2008, also vor genau 10 Jahren, begann der Dienst, seine 360-Grad-Kameras auch durch unsere Straßen zu schicken. Ried von Petersdorf. Es war einmal so vor 10 Jahren, da fuhren kleine Autos mit großen Kameras durch die Gegend, um für Google Street View das Land abzufilmen. Es folgten heftige Proteste. Fassaden, das ist doch Privatsphäre. Der Online-Dienst musste ein Haus nach dem anderen unkenntlich machen. Er verlor die Lust am Streetview-Projekt in Deutschland. Das zeigte auch nicht nur Google, sondern auch den anderen US-Konzernen, dass Deutschland ein sehr sensibler Markt ist, was die Privatsphäre betrifft. Die Folge, das datensensible Deutschland, ein weißer Fleck, praktisch Street View frei, wie sonst nur Österreich, Weißrussland und Bosnien-Herzegowina. Und die wenigen Berlin-Bilder, die es gibt, sind nicht gerade taufrisch. An der Chausseestraße steht bei Street View ein Bauzaun, dabei ist hier längst der Bundesnachrichtendienst. Und diese Veranstaltungshalle heißt mittlerweile anders und steht nicht mehr allein. Auch das Viertel rund um Bahnhof Zoo ist viel schicker geworden. Tja, alte Bilder also vom neuen Berlin, das hat der datensensible Deutsche nun davon. Dabei, so der Psychiater Michael Schulte-Markwort, gibt es eine bemerkenswerte Inkonsequenz. Wir geben ja ganz viele Daten jeden Tag weg, ohne dass wir irgendwelche Probleme damit haben. Aber mein Eindruck ist, wenn es unser eigenes Haus ist, was dann plötzlich gefilmt ist, dann kommt es emotional näher und das ist dann schwerer auszuhalten. Eigentlich ist das eine Form von Verschiebung, weil wir müssten über unsere Daten diskutieren, aber nicht darüber, ob unser Haus gefilmt wird. Doch es gibt sie, die Streetview-Enthusiasten. Frank Mahnke in Alte Lutheroe in Brandenburg vermietet Ferienwohnungen. Er hat die Digitalisierung seines Landstrichs kurzerhand selbst in die Hand genommen. In Eigeninitiative für Google Streetview unter Beachtung aller Vorschriften. Draufdrücken, so haben wir dann den Pixel drauf, unkenntlich machen, okay. Über 30 Kilometer hat er schon vermessen, zu Fuß. Das geht in die Arme, aber es lohne sich. Na, erstmal schon einen Haufen Spaß an der Sache. Und zum Zweiten natürlich, dass ich den unseren Gästen hier auch ein bisschen was bieten kann im Endeffekt. Das Ergebnis, eine kleine aktuelle Streetview-Insel in der digitalen deutschen Terra Incognita. Mit dem heutigen Montag haben die sogenannten Hundstage begonnen und die, Sven Plöger, die werden tierisch heiß, oder? Ja, das ist eigentlich auch schon der komplette Wetterbericht gewesen, Ingo. Das trifft zu. Die Temperaturen werden teilweise auf 35, 36 Grad steigen und das in einem Sommer, der bisher ja schon durch Hitze auf sich aufmerksam gemacht hat und vor allen Dingen durch diese extreme Trockenheit. Also deswegen haben wir es nochmal ganz plakativ gemacht. Es kommt auf uns zu eine Hitzewelle, die wird die Woche andauern, Richtung Wochenende dann aus Westen erste Gewitter. Und wir gucken mal auf den 15-Tage-Trend, in diesem Fall auf Bremen, der Nordwesten Deutschlands, auch sehr warm. In den nächsten Tagen hier 34, 35, vielleicht 36 Grad. Und wenn ich Richtung Wochenende von Abkühlung spreche, dann spreche ich von Temperaturen knapp unter 30 Grad, bevor die mit leichten Unsicherheiten wieder steigen werden. Und das Interessante ist, im Moment ist ganz Europa, schauen Sie sich das mal an, rot bedeutet warm und violett dann richtig heiß, hier ganz Europa im Bereich der großen Wärme, nur Island und auch Schottland, da ist es etwas kühler mit 13 bzw. 20 Grad. Bei uns hier in der Mitte Europas 30 bis 37 Grad, Bilder von Schweden haben wir gerade gesehen.
30 Grad auch hier schon seit Tagen, wird auch tagelang so weitergehen. Und eben haben wir ja auch einen Bericht über das Thema Klimawandel gesehen. Da ist natürlich ein Zusammenhang durchaus denkbar. Gucken wir auf die Wetterentwicklung kommende Nacht. Nördlich des Nord-Ostsee-Kanals und am Alpenrand, dort wo es geregnet hat, örtlich Nebelfelder, sonst lockere Wolken im Nordosten. Im großen Rest ist es sternenklar bei Temperaturen zwischen 12 und 18, örtlich im Rheinland dann 20 Grad, eine Tropennacht. Morgen der Vormittag viel Sonnenschein, im Osten kommen lockere Wolken reingezogen, die es hier auch nachmittags gibt. Für Schauer wird es kaum reichen, das gelingt vielleicht Richtung Hotzenwald, ein kurzes Gewitter im Südschwarzwald ist möglich. Sonst viel Sonne, wenige Wolken und heiß, 29 bis 34, im Westen örtlich 35 Grad. Die nächsten Tage weiterhin viel Sonne und Hitze in Deutschland. Bei 32 bis 36 Grad. Wirklich wichtig, viel trinken. Also Wasser. Sven Flöger, vielen Dank für diese Aussichten. Gerne. Das war's von uns. Hier geht's im Ersten jetzt weiter mit einer Reportage über das verrohte Land. Um 0.15 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie Pina Atalay an dieser Stelle. Einen schönen Abend noch. Tschüss.